was Angstlust bedeutet. Dann kann man natürlich lesen, was Entwicklungsforscher oder Psychologen dazu schreiben. Man kann es aber auch viel schneller und unmittelbar erfahren. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Man setzt sich einfach in eine Achterbahn und dann spürt man ungefähr so 2,5 Minuten lang, was sich in Körper und Geist abspielt. Wir empfinden definitiv Angst. Oder woher sonst käme das Herzrasen? Und wir empfinden Lust. Warum sonst hätten wir freiwillig Geld für die Fahrt bezahlt? Anja Meyer aus München hat Angst. Angst, weil sie nicht weiß, was sie erwartet. Jetzt ist es zu spät, um auszusteigen. Eine Viertelstunde vorher. Allein der Anblick der Achterbahn lässt Anjas Herz rasen. Der Körper der 20-Jährigen schüttet das Stresshormon Adrenalin aus. Ihr Ruhepuls steigt auf 130. Jede Muskelfaser ist jetzt auf Flucht programmiert. Die Angst hat Anja fest im Griff. Dennoch hat sie sich entschlossen, eine Fahrt zu wagen, der Forschung zuliebe. Dr. Jürgen Kuschig von der Universitätsklinik Mannheim betreut sie. Der Kardiologe will herausfinden, was der Jahrmarktspaß im menschlichen Körper auslöst. Er wird Anjas Herzfrequenzen während der Achterbahnfahrt aufzeichnen. Trotz seiner beruhigenden Worte, Anjas Herz rast inzwischen mit 150 Schlägen pro Minute. Ich habe echt Angst. Ich habe mich ja ganz genau untersucht. Das ist eine junge, gesunde Frau von 20 Jahren. Du brauchst wirklich keine Angst haben. Kann nichts passieren. Ganz bestimmt nicht. Na ja. Gehen wir langsam. Was für Anja das pure Grauen ist, verschafft anderen Menschen Lustgewinn. Die turbulenten Fahrten bereiten ein extremes Körpererlebnis. Immer rasanter, immer höher, wie hier in Ohio, USA. Der Top-Thrill-Dragster gilt mit 128 Metern Höhe und einer Höchstgeschwindigkeit von über 190 Stundenkilometern als der weltweit ultimative Rollercoaster. Beschleunigung von 0 auf Tempo 100 in rund 3 Sekunden, das bietet der Tower of Terror in Australien. Ein Adrenalinkick ist garantiert. Im kalifornischen Valencia hält Superman The Escape mit knapp 120 Metern Höhe die Fahrgäste bei Lust und Laune. Den Menschen ein flaues Gefühl im Bauch und Nervenkitzel zu bereiten, dazu fühlt sich dieser Mann berufen. Werner Stengel revolutionierte die Achterbahnwelt und konstruierte den ersten risikolosen Überschlag. Mehr als 260 spektakuläre Fahrgeschäfte hat der Ingenieur entwickelt, darunter Klassiker wie den Olympia-Looping. Dabei geht es ihm vor allem um die Wirkung von Fliehkraft und freiem Fall auf die Menschen, um das Austesten von Gefühlen. Ich liebe es ja, wenn Mädchen und junge Frauen schreien bei der Abfahrt. Und das ist so ein Phänomen, das sollte man mal erforschen. Das sind halb Angstschreie und halb Lustschreie. Und mir hat es immer Spaß gemacht, anderen Leuten Spaß zu machen. Und hier ist es ja so, wenn wir eine Achterbahn entworfen haben, wir wissen zwar die Belastung, die Geschwindigkeiten, aber wenn die ersten Fahrten kommen, versuche ich immer die erste Fahrt zu machen. Und für mich ist ganz interessant, ich stelle mich immer an den Ausgang und dann schaue ich in die Gesichter der Leute, die aussteigen. Und wenn die dann sagen, geil, I did it und ich mach's nochmal, dann bin ich der Meinung, wir haben eine gute Arbeit geleistet. Zu Beginn seiner Karriere, vor fast 40 Jahren, berechnete Werner Stengel seine Achterbahnen mit Logarithmustafeln und Rechenschiebern. Heute sind dank Computer auch kompliziertere Konstruktionen von millionenteuren Stahlgiganten in kurzer Zeit möglich. In seinem Büro in München plant der Achterbahndesigner jährlich bis zu 10 Anlagen für Vergnügungsparks weltweit. Mit seinem Team tüftelt er nicht nur an der Statik, sondern entwickelt auch Ideen für neue spektakuläre Fahrten. Stengel reizt es, bei jedem Auftrag eine Lösung zu finden, die an die Grenzen der Belastbarkeit von Mensch und Material geht. Eines seiner Werke ist der Olympia-Looping. Auch in diesem Jahr wieder eine der Hauptattraktionen des Münchner Oktoberfests. 50 Lkw sind nötig, um den 900 Tonnen schweren Stahlgiganten zu bewegen. Der Aufbau ist eine logistische Herausforderung. Pünktlich zum Wiesenauftakt steht der Rollercoaster. 3 Wochen zuvor. Alle Einzelteile sind auf dem Festgelände angekommen. Jetzt kann der Aufbau der 1215 Meter langen Strecke losgehen. Die Bahn hat schon über 120 Volksfeste hinter sich. Das hinterlässt Spuren.
Deshalb untersuchen die Arbeiter jede Schiene auf Mängel und reinigen sie. Danach beginnt der anstrengendste Teil, das Zusammensetzen der über 200 Einzelteile. Ein schwergewichtiges, dreidimensionales Puzzle. Welche Schiene wann, wo ihren Platz findet, entscheidet Hans Görgens, der Betriebsleiter der Achterbahn. Die Stahlteile werden zusammengesteckt und danach mit Bolzen und Schrauben fest miteinander verbunden. Sie müssen enormen Kräften standhalten. Bis zu 30 Tonnen Gewicht bringen die Bahnen später bei Tempo 100 auf die Schienen. Die Arbeiter müssen trittsicher und schwindelfrei sein. Das Buxieren der schweren Stahlteile in 30 Meter Höhe erfordert hohe Konzentration und viel Kraft. Die bis zu 4 Tonnen schweren Stahlsegmente balancieren die Arbeiter Zentimeter für Zentimeter aus, bis sie ineinander passen. Die Geschichte der Achterbahnen beginnt im Russland des 16. Jahrhunderts. Rasante Schlittenfahrten von Holztürmen über blankes Eis. Nicht selten endeten die Rutschpartien mit gebrochenen Armen und Beinen. Ende des 18. Jahrhunderts ersetzen Rad und Schiene die Kufen auf Eis. Die Montagne Russe, also die russischen Berge, fanden zunächst in Frankreich großen Anklang und gelangten von dort auf die Festplätze in ganz Europa und den USA. Ende des 19. Jahrhunderts bauten Ingenieure die ersten Bahnen in Form einer Acht. Aus dieser Zeit stammt auch der Name des Fahrvergnügens, Achterbahn. Immer spektakulärer wurden die Konstruktionen. Die ersten Überkopffahrten endeten für einige Fahrgäste tödlich. Deshalb verschwanden die Loopings zunächst wieder von den Jahrmärkten. Die Fahrstrecken aus Holz wurden immer höher, verschlungener und länger. Die Wagen erreichten bis zu 50 Stundenkilometer. Ohne Gurt und Schulterbügel kein ungefährliches Vergnügen. Noch bis Ende 1960 waren solche Bahnen in Betrieb. Die Rollercoaster von heute sind sicher. Regelmäßig prüft der TÜV die Fahrgeschäfte. Heute hat er sich beim Olympia-Looping angemeldet. An solchen Tagen ist Betriebsleiter Hans Görgens immer nervös. Die Prüfer bewerten die Qualität von über 200 Arbeitsstunden. Die Reifenprofile sind in Ordnung und auch alle Schrauben sitzen fest. Gemeinsam laufen die beiden Männer die gesamte Fahrstrecke ab. Am höchsten Punkt der Achterbahn, in 32 Meter Höhe, hören sie ein Zischen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendwo kommt es raus. An Druckeinstellung. Ja, irgendwo da. An Druckeinstellung. Irgendwo mit der Luftflöten. Wenn bei uns die Luft weg ist, dann ist die Bremse zu. Das heißt, wir verwenden die Luft nur zum Öffnen der Bremse. Wenn Sie ihm den Luftschlauch abschneiden, dann passiert gar nichts, er kommt nur zum Stillstand. Wenn der Druck abfällt, schaltet die Anlage aus, die ganze Anlage, und die Bremsen gehen zu. Das heißt, ohne Luft findet keine Fahrbewegung statt. Das Ventil lässt sich ohne Probleme schließen. Der Olympia-Looping besteht die TÜV-Prüfung. Mit seinen 5 Loopings ist er heute ein Klassiker unter den transportablen Achterbahnen. Noch vor 20 Jahren löste die Idee von 5 Überkopffahrten hintereinander nur Kopfschütteln aus. Achterbahndesigner Werner Stengel hat schon neue Visionen. Mein Wunsch wäre, dass man den Fahrgast ein bisschen beteiligt bei der Achterbahn. Denn das ist ja doch ein kleiner Nachteil. Im Bahnhof kriegt man den Bügel übergestreift und dann kann man sich nicht mehr rühren und kann nichts mehr machen. Also so interaktiv ein bisschen so mit Gewehren schießen, mit Lichtstrahlen und Punkte einsammeln und unterschiedliche Richtungen fahren, dass man selbst während der Fahrt sagen kann, ich möchte jetzt rechts rum statt links rum oder geradeaus. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ein Teil seiner Vision wird vielleicht schon Ende 2005 Realität. Dann soll The Italian Job auf die Schienen kommen. Die Multimillionen-Dollar-Neuheit will ihre Fahrgäste vor allem mit Spezialeffekten locken. Auf dem Oktoberfest hat der Olympia-Looping inzwischen seinen Betrieb aufgenommen. Für Anja beginnt ihr persönlicher Horrortrip. Ein Zurück gibt es jetzt nicht mehr. Ihr Körper ist in höchster Alarmbereitschaft. Und das mit Grund, denn während der Fahrt ist der Mensch extremen Kräften ausgesetzt.
Ständig verändert sich sein Körpergewicht. Das liegt an den sogenannten G-Kräften, die durch Beschleunigung wirken. 4G bedeuten beispielsweise vierfaches Körpergewicht. Schnelle Bergauffahrt führt zu Gewichtsreduktion um bis zu 30%. Auf der Kuppe ist der Mensch dann für einen Moment schwerelos und hebt kurz vorm Sitz ab. Zu Beginn und am Ende eines Loopings wirken die größten Kräfte auf den Körper. Belastungen von 6G treten hier auf, das Sechsfache des eigenen Gewichts. Werte, die sonst nur Jetpiloten oder Astronauten am eigenen Leibe erfahren. Bandscheiben und Lendenwirbel geraten unter außergewöhnlichen Druck. Mehr als 6G sind nicht zugelassen. Die Kräfte dürfen nur maximal eine Sekunde auftreten. Würden sie länger wirken, könnte es bei den Fahrgästen zum Blackout kommen. Der schnelle Wechsel von Geschwindigkeit, das Spiel der Kräfte, das rasante Auf und Ab, all das macht Achterbahnfahren zu dem extremen Körpererlebnis, das von vielen geliebt und von manchen gefürchtet wird. Nach 2 Minuten und 15 Sekunden Höllenritt ist Anja deshalb erleichtert, dass die Fahrt endlich zu Ende ist. Was schlimm? Ja, schon, total. Bisschen zittrig noch. Ich fühle noch einmal ganz kurz den Puls jetzt. Ich bin ein bisschen zittern, ne? Aber ist alles gut überstanden, oder? Ja, ich lebe noch. Wir werten das gleich mal aus und dann gucken wir mal genau, was mit dem Herzgefäß ist. Alles in Ordnung? Ja. Nicht wenn wir nicht oder so. Das geht, ja. Die Analyse berücksichtigt auch die Werte kurz vor der Fahrt. Als du dich da reingesetzt hast und gewartet, dass es losfährt, steigen die Herzfrequenzen ja schon auf Werte an, die schon fast 150 Schläge pro Minute gehen. Da ist ja überhaupt nichts passiert und das ist eigentlich nur zu erklären, dass du da richtig Angst gehabt haben musst. Und während der Fahrt dann sind natürlich dann diese großen körperlichen Gravitationskräfte, die auf dich einwirken. Und da sieht man dann schon, dass die Herzfrequenzen weiter ansteigen auf so ein Maximum im weiteren Verlauf, so 170, 180. Mhm. Und so nach knapp einer Minute, da hast du schon 190. Und das ist schon so der rote Drehzahlbereich des Herzens eigentlich. Jetzt bist du eine junge, gesunde Frau. Das schadet dem Herz überhaupt nicht. Aber die Fahrt war aufrecht. Sollen wir nochmal fahren? Nein. Die Forscher wissen, für Ältere oder Menschen mit Herzproblemen kann eine Achterbahnfahrt zu Gefäßverletzungen oder sogar zum Infarkt führen. Für junge und gesunde Menschen wie Anja ist der von der Angst ausgelöste Herzgalopp dagegen ungefährlich. Jetzt nach der Fahrt flößt ihr der Anblick der Achterbahn keine Furcht mehr ein. Denn sie weiß, da steigt sie nicht mehr ein. Auch nicht im Dienste der Wissenschaft. Wenn Sie fit sind und die Grenzen Ihrer Angstlust mal testen wollen, unter weltderwunder.de erfahren Sie, wo in Deutschland die größten und die spannendsten Achterbahnen stehen. Und damit geht's jetzt gleich bei uns weiter. Kostbares Kupfer. Wie mühsam das Metall recycelt wird. Jährlich fallen rund 40.000 Lkw-Ladungen Elektroschrott an. Durch Recyclingverfahren gelingt es, das edle Metall zurückzugewinnen.